Ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest, aber ich habe mein eigenes Garden of Banban Fanmade Chapter 4 gemacht. Und wie das aussieht und ja, wo es eigentlich auch so hingeht und so weiter, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Es wird wirklich sehr, sehr nice und schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare auch, was ihr zu meiner Map haltet. Und ich habe halt schon gesagt, wenn es auf dem Video ordentlich Likes gibt, dann mache ich auf jeden Fall jeden Tag eine Folge auf dem Hauptkanal. Es wird interessant. Like nicht vergessen rein. Kuss und es geht los. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem eigenen Chapter 4 Garden of Banban. Leute, ich hab's gesagt und jetzt ist es soweit. Das ist das erste Video und ich möchte dazu natürlich auch nochmal ganz kurz was erzählen. Ich habe irgendwann gedacht, dass mein Content nicht mehr so einzigartig ist, wie er sonst mal war, weil ich zock viel, was andere zocken. Aber ich habe damals Videos gemacht, die kein anderer so gemacht hat. Und da möchte ich halt wieder hin und deswegen habe ich mir ein ganz großes Team aufgebaut, damit wir jetzt diese Spiele, die wir zocken, die ja sowieso ziemlich nice sind, schon selber weiterentwickeln können. Einfach nur, damit wir Videos machen können, ja? Und damit die Wartezeit auf das richtige Chapter einfach so ein bisschen, sag ich mal, für uns leichter gestaltet wird. Ich weiß noch nicht, was mich heute alles so erwartet. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wild. Und eine kleine Challenge gibt es dazu noch. Wenn wir 2000 Likes auf dieses Video schaffen, also 2000 Leute, das müsste ja eigentlich easy hingehen, dann würde ich mich darauf einlassen, dass wir regelmäßig, also jeden Tag, versuchen, ein Video über so Fanmade Chapter zu bringen. Und, meine Freunde, wenn wir das auch schaffen, dann würde ich natürlich auch Poppy Playtime Chapter 4 machen, wenn Chapter 3 dann fertig ist. Das ist die Challenge für euch. Ihr habt es in der Hand. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst ein Like da und viel Spaß. Wir gehen rein. Kuss. Let's go. Da sind wir auch schon, meine Freunde. Und Baby O'Pillarbird wartet jetzt hier. Es geht mit dem Fahrstuhl anscheinend runter. Hey, Baby O'Pillarbird, hallo? Wow, Leute, was ist das denn? Alter, das Ding folgt mir. Hallo? Moin. Hey, du kleiner Piepmatz. Na? Kannst doch irgendwas? Ob der irgendwas sagen kann? Oh. Oh, er kann piepsen, Leute. Okay, interessant. Ja gut, meine Drohne ist auch schon hier. Krass, dass die geparkt ist. Leute, was geht denn hier eigentlich? Ja, hier stehen zwei Couch. Also, wer packt hier eine Couch mitten in diesem leeren Raum? Aber gut, wir kennen ihn. Ich krieg die Tür leider nicht auf. Aber, warte mal, wir können da auf jeden Fall durch. Diese Tür können wir auf jeden Fall benutzen. Hier ist noch ein Schalter. Ja, dann würde ich sagen, Digga, fliegen wir mit der Drohne einfach mal ran und machen den Schalter hier auf. Uiuiuiui. Und hier ist eine Blue Keycard. Okay. Was ist denn das hier für ein Büro? O'Pillar. O'Pillar, lass mich mal da durch jetzt. O'Pillar, lass mich doch mal. Sag mal, hast du mich hier gerade eingesperrt oder was? Was bist denn du für ein gemeiner Hund? Wir gucken mal weiter, was hier so ist. Oh. Okay. Oder was ist das denn? Ist das ein Bällebad? Das ist doch kein Bällebad, oder? Oh, habt ihr das gerade gesehen? Ich bin da gegen irgendwas gelaufen. Boah, Leute, die sind irgendwie rot, ne? Glaubt ihr, das ist Blut? Pilla, komm mal da lieber raus. Hat die gerade gepiepst? Warum hat die das auf dem Bällebad gemacht? Das Ding piepst schon wieder und bleibt an der gleichen Stelle. Traue ihm nicht. Traue ihm nicht. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Wen soll ich denn nicht vertrauen, Leute? Okay, da hat jemand irgendwie Zettel in diesem Bällebad versteckt. Interessant. Ich habe ein ungutes Gefühl, Leute, und habe gedacht, heute wäre chillig. Was geht denn hier drüben eigentlich ab? Okay, also hier drüben geht es erstmal nichts, oder wie? Was? Was denn? Das ist doch. Das ist doch eine Wand, die man aufmachen kann. Baby O'Pillar. Das ist doch eine Wand, die man aufmachen kann. Aber ich finde hier halt auch einfach nichts. Okay. Ja gut, dann gehen wir mal weiter und gucken mal, was jetzt hier mit der Keycard geht. Vielleicht kriegen wir das irgendwie noch hin. Keycard habe ich jetzt genommen und er fängt schon wieder an zu piepsen. Oh, was steht da? Was ist das denn? Elias Red Redni? Elias Red Redni? Hä? Ah! Hinter der Säule? Wow! Warte mal ganz kurz. O'Pillar, wir haben noch was zu erledigen. Komm! Was ist hinter der Säule, Leute? Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber was ist hier hinter der Säule? Wir haben hier irgendwo ein Secret anscheinend. Oh, was ist das? Aha!
Okay. Wir haben einen Geheimgang geöffnet. Propellerbird ist weg. Propellerbird? Ich höre ihn nicht mehr. Hallo? Ich muss gucken. Propellerbird, wo bist du? Bitte? Hey, da ist er. Oh, Leute, ich dachte gerade, dass ich ihn verloren hätte. Es war ein ganz schwieriger Moment. Du musst besser auf dich aufpassen, Baby. Mando. Okay, Propellerbird. Ja, wir haben da vorne eine Tür, oder was? Ich krieg den nicht auf. Was machen wir denn da jetzt? Kannst du die Tür öffnen? Krabbel mal da durchs Loch durch. Geht nicht. Ah, Leute. Ah, ja. Okay. Die Tür ist offen. Sehr interesting. Auch wieder nur so eine Art Lagerraum, ne? Aber was ist das denn? Yo, was geht denn hier ab? Ist das ein Bett oder was? Hä? Propellerbird piepst wieder. Sie piepst. Ist hier... Hier ist ein Zettel, oder? Was steht da drauf? Mama, ich habe Angst. Der Polizeimann war hier und hat mir gesagt, dass ich mich verstecken soll. Ich habe gehört, wie etwas umgefallen ist und jemand geschrien hat. Aber ich glaube, da hat sich bestimmt nur jemand wehgetan. Ich habe Hunger. Wann holst du mich wieder aus dem Kindergarten ab? Junge, da hat irgendjemand geschlafen oder was? Und hat von einem Polizeimann gesprochen? Wer soll denn das sein? Das kann ja nur Sheriff Tots da sein oder was, Leute? Hashtag Sheriff in die Kommentare, wenn ihr auch glaubt, es handelt sich hier um Sheriff Tots da, wenn der Polizeimann da irgendwie hingekommen ist. Und da hat jemand geschrien, aber wir wissen nicht, was es ist. Kann ich die Keycard jetzt hier aktivieren? Hat geklappt. Und da ist die Tür. Oh Mann. Der Gang sieht sowas von sass aus. Baby Propellerbird, hör mir zu. Du gehst keinen Schritt nach vorne. Ich mach das hier alles, okay? Dieser Gang, Digga, ultra sassy. Leute, da passiert doch gleich was. Mann, gar keinen Bock. Ich gehe jetzt einfach nach davor. Wer hat da gelacht? Ja, der hat da gelacht, da war das. Leute, Mann. Was geht denn jetzt? Oh! Junge, wer bist du denn? Sheriff Monster? Hallo? Propellerbird, bleib cool. Bleib cool. Ich hab gesagt, du sollst cool bleiben. Sheriff. Hi. Ich hab mal eine Frage. Wo ist denn das Kind abgeblieben, Bro? Er antwortet mir nicht. Hey, Diggi, wo ist das? Er ist weg. Alter Schwede. Was ging denn jetzt ab? Kaum gruselig gewesen. Der ist halt durch die Tür abgehauen. Digga, let's go. Ich gehe da rein, Alter. Was geht jetzt ab? Nein! Victor und Coach Pickles haben ja noch das übelste Battle. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, was da nochmal passiert war. Stimmt. Oh, stimmt. Der wurde ja richtig groß, glaube ich, jetzt, ne? Der muss ja ganz schnell die Dinger drehen. Uff. Er schlägt ihn hier in die Mitte. Oh, toll, Victor, ne? Er wird jetzt durch die Flüssigkeit noch größer. Ranken kommen raus. Nehmen Coach Pickles hier gefangen. Und Dr. Fluffy Pants hilft. Es gibt jetzt ein 2 gegen 1. No way. Was war das hier nochmal gleich? Ich muss erstmal wieder in die Story reinkommen. Junge, hat er den da eigentlich gerade rausgetreten? Heiliger. Wofür ist das? Ah, damit haben sie ihn festgehalten. Ah, okay. Der macht die Dinger von selber schon kaputt. Oh, das ist schlecht. Stimmt, jetzt ist ja auch noch alles eingestürzt. Uff. Dr. Fluffy Pants ist auf jeden Fall geliefert. Und der Elefant auch. Toll, Victor ist so groß geworden, dass alles eingestürzt ist, Leute. Yo. Okay. Very interessant. Wie kommen wir jetzt zu Chapter 4?
Weiß ich nicht mehr. Der Elefant lebt noch, ne? Sein Arm bewegt sich noch ein bisschen. Digga, was der auch alles aushält. Suki, ich freue mich. Schön, dass du dabei bist. Was ist da passiert? Was war das für ein Geräusch? Auf jeden Fall muss er jetzt hier durch diese kleine, durch diesen kleinen Schacht da durch, ne? Ah, da kam Jester, stimmt! So sind wir bei dem angekommen. Jetzt geht es nämlich um Hunky, Jake und Jester und so weiter. Oh! Auch dieser Gang mit den Blumen und so, ne? Schon cool. Leute, ich arbeite ja an eigenen Garten auf Ben Ben Chapter 4 gerade, ne? Leute, ich arbeite an meinem eigenen Chapter 4. Jester ist oben. Rechts ist noch ein Zettel gewesen. Tag 47, der letzte Tag von Experimenten. Alles verlief nicht nach Plan. Ich muss gehen. Und ich rate dir, du auch. Jay. Jester? Wer ist er denn? Jester sagt, die zwei, die geboren sind, aber niemals... Okay, Thorn weiß ich tatsächlich nicht, was das bedeutet. Was ist das da? Was ist denn das für ein Viech? Jester sagt, belästige mich nicht, wenn ich nicht im Mut bin. Das heißt, der hat ein Aggressionsproblem. Aber das ist definitiv nicht Jester. Versuch mich nicht hops zu nehmen, stand da an der Wand. Ist das Riesen-Opilla? Er ist ins Leere gefallen. Oh no. Oh, was ist das denn? Ich weiß genau, was jetzt passieren wird. Das war Hunky Jake. Okay, wir gehen rein. Digga, guck dir den mal an. Er verschleppt ihn. Ist der gut oder schlecht? Chat, was glaubt ihr? Ist der gut oder schlecht? Ich sehe hier ziemlich viele Charaktere. Guck mal den da an, ne? Toll, Victor ist hier. Das könnte ein Hinweis auf Neuer sein. Jester, der nicht ganz so groß ist. Wir haben hier eine ganze Menge. Aber da oben ist Hunky Jake. Und was ist das hier für eine? Ich weiß halt nicht, ob er ihn beschützt oder entführt, ne? Aber sieht so aus, als wäre er gut. Ready to work. We are building this sector. Was ist das denn für einer? Warum hat er so eine komische Frisur? Geil. Okay, die spielen Tetris jetzt. Die spielen jetzt Tetris. Was ist das jetzt für ein Ding gewesen? Es wird weiter Tetris gespielt, okay, aber... Ich weiß doch nicht, wofür. Wofür bauen die das Haus da auf? Er fährt höher, sozusagen. Was ist denn das für eine Zunge? Es geht auf die andere Seite, macht Sinn. Sag mir nicht, das ist Tamataki, ne? Tamataki und Chatter-Dings-Bums. Dieses Mal erwischt er ihn nicht. Jetzt kriegen wir ein alternatives Ending wahrscheinlich. Da unten, warte, da unten war was. Da unten. Seht ihr das? Was ist das da? Die
sind zusammen. Hunky Jake hat einfach sozusagen so einen Zwillingsbruder. Crazy. Jetzt bauen wir mal das Haus da fällig, meine Güte. Nee, er hat das Safe falsch gebaut. Ja. Jetzt ist Feierabend. Er hat's falsch gebaut, ne? Und runter. Junge, wie hat er das überlebt? Bitte. Also bitte. Ja. Tamataki und Shamataki verfolgen ihn jetzt. Warum hatten die so eine Riesenzunge? Die war richtig groß und die beiden sind voll klein. Das passt nicht so. Hunky Jake hat einfach geklärt, Junge, der hat ihn einfach weggeboxt. Oha. Junge, wie er ihn weggesnackt hat. Der ist gut. Der hilft ihm. Ich verstehe tatsächlich seine Stimme noch nicht so ganz. Die da unten fetzen sich. Drohne aktiviert. Jetzt muss er regeln, ne? Jetzt muss er irgendwie regeln. Zement, also Zement, Junge, wie viel schafft die Drohne bitte? Und fallen lassen. Das war's, Feierabend. Sehr interessant, die beiden Monster. Ja, fühle ich. Mit der Drohne jetzt noch mal einmal so ein Zementsack. Da sind noch mehrere, so 6, 7 Stück habe ich gesehen tatsächlich. Und tschüss. Ganz schlecht. Wieder runtergefallen. Wo kam denn gestern auf einmal her? Krass. Aha. Das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked dieses Video und abonniert den Kanal. Ich will die 40k voll machen. Würde ich mich freuen. Dickes Küsschen. Deno out.